Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play, das ich gerne starten möchte. Und zwar geht es um Bee Castle und ich habe einen Handicap. Es ist auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, wie man sehen kann. Und es ist gar nicht mal so einfach. Ich versuche das 30 Tage lang zu überleben. Leichten Vorteil, den ich habe, vielleicht ein Vorteil ist, dass die Burg auf einen kleinen Hügel kommt, dass ich viele Ressourcen habe und keine Wölfe. Ne? Also es kann Vor- und Nachteil sein, dass ich auf einem kleinen Hügel bin, wegen Ressourcenmanagement. Und wir gucken mal, wie wir das Gebiet haben werden. Ich hoffe, dass ich Wald und Wild dazu habe. Oder irgendwie Wald und noch was dazwischen. Und zu meinem Vorteil habe ich Wald und Wild. Und das ganze Ding ist auf einem erhöhten Hügel. Hier haben wir Gold. Gold ist auch sehr wichtig. Die können von den Positionen aus hochkommen. Und ich werde jetzt mal die Burg hierhin platzieren. Und werde die beiden... Jawohl, das ist nicht Wald, das sind Kühe. Wild, das sind Kühe. Und ich werde mal die Burg hier platzieren. So, als erstes brauchen wir ein Sägewerk. Ich hatte schon mal privat versucht zu spielen. Auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Es war nicht so einfach, muss ich sagen. Wo kommen denn die ersten? Die ersten kommen von da unten. Okay. Heißt, ich kann sie erstmal hier platzieren. Vielleicht platziere ich sie auch direkt dorthin. Wir müssen eine Hütte bauen. Wir brauchen Leute. So, ihr könnt eigentlich schon mal Holz hacken. Ich werde mit denen noch dazu holen. Ja, ich werde mit denen noch dazu holen. Dass ich da auch schon mal wieder einen neuen hinbauen könnte. Aber ich baue erstmal nochmal ein Haus. Und da kommt auch nochmal ein Sägewerk hin. Denn Einwohner und Zufriedenheit und Holz ist meiner Meinung nach das Wichtigste in dem Spiel. So, wenn der jetzt zuvor fertig ist, dann können da wieder die Leute rein, dass mehr Holz gebaut wird, abgebaut wird. So, ich werde jetzt noch den dazu kaufen wegen Sonnenstein. Und ja, jetzt muss ich gucken, dass ich am besten Sonnenstein baue. Und vielleicht als nächstes nochmal eine Hütte. Denn ich sehe schon, bin auf Maximum. Das ist nicht gut. Es darf eigentlich keine Pause herrschen. So. Denn es müssen immer neue Leute ran. Ohne Leute wird das echt schwierig. So, ich muss auch gucken, dass ich gleich ein Militärgebäude baue. Also einen Schießstand, besser gesagt. Ist nur die Frage, wo ich denn am besten hinsetze. Na, da war ein kleiner Punkt. Na, komm schon. Ach, egal. Den bauen wir jetzt hier hin. So, und jetzt warten wir erstmal auf Holz. Dass ich dann den Schießstand bauen kann. Weil wir holen uns den auch noch dazu. Vielleicht ist das auch ein bisschen schneller noch für die Leute. Ich sehe schon, die laufen direkt dahin. So, jetzt bauen wir uns erstmal einen Schießstand auf. Los, Leute, schleppt das Holz an. So, direkt einen Schießstand bauen. Und dann brauche ich nochmal ein Haus, weil ich habe schon 4 Einwohner. Die nichts tun. Und nichts tun ist nicht gut. So. Dahin. So, dann kommen jetzt gleich erstmal die ersten Bogenschützen jetzt. So, 10 Stück sollten ja erstmal reichen. Platziere ich auch ein bisschen dahin.
So, aber als nächstes kommt gleich erstmal eine Taverne. Denn die Happiness der Leute muss auch auf einem guten Grad sein, sonst, wenn die Zufriedenheit runtergeht. Wobei, nee, ich muss erstmal, ich brauche erstmal gleich eine, oder jetzt eine Jägerhütte. Nahrung ist ja auch wichtig. So. So, wenn Liga aufgebaut ist, dann baue ich aber als nächstes auch wirklich eine Taverne, dass die Zufriedenheit ja nicht runtergeht. Eigentlich brauche ich erstmal einen Gold, glaube ich nicht. Ne, brauche ich nicht. So, jetzt könnte ich eigentlich schon mal die Taverne bauen. Die mache ich auch. Das gebaut ist und die Leute rekrutiert sind. Dann läuft das hoffentlich. Ja, wir müssen auch gucken, dass wir noch einen Sonnenstein finden. Oder zumindest einer, der in der Nähe ist, am besten. Aber Nahrung ist ja auch wichtig. Auch noch da rein, damit die Zufriedenheit steigt. Weil wir lassen erstmal die Einheiten zu uns kommen. Das ist, glaube ich, erstmal gar nicht mal so schlecht. So, die rennen schon alle panisch in den Häusern. Na, komm. Nein, 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 er lauft erstmal. Ihr kitet die jetzt. Ja, ihr kitet die. So, während ihr die kitet, könnt ihr die schon mal angreifen. So. Alle überlebt. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal viel, viel wert. So, bevor ich jetzt endgültig in die Minus gehe, erstmal weiter in eine Goldmine rein. Ja, Nahrung ist immer noch wichtig. Wir holen uns erstmal das Gebiet, setzen dort einen Bauernhof hin. Aber ohne so am besten, dass wir Holz wegkriegen. Finde ich zumindest. Wo kommen sie denn als nächstes? Als nächstes kommen sie von dort. Heißt, die ganzen Bogenschützen, die ich habe, die werde ich mal hier platzieren. So ungefähr. Die Soldaten platziere ich erstmal hier hin. Wie viele Leute habe ich denn? Ich muss Häuser bauen. Ah, komm, dann bauen wir hier hin. Dann bauen wir am besten direkt noch ein. Ich brauche eigentlich noch eine Goldmine. Wo haben wir denn noch Gold? Das wäre das nächste eigentlich. Wisst ihr was? Dann holen wir uns den jetzt. Bauen dorthin Sonnenstein hin. Bauen hier auch noch ein Haus hin. Noch ist die Zufriedenheit der Leute ja gut. Komm, während du da rumstehst und nichts tust, nichts tun ist nicht gut, baust du noch ein Haus dahin. Immer noch minus 20 Nahrung. Ja, jetzt wahrscheinlich jetzt, vielleicht jetzt nicht mehr. Ja, ist okay, jetzt ist plus 10. Kann ich
bräuchte ich eigentlich auch. Guck mal, du kannst schon mal da hingehen. So, einen Bogenschützen brauchen wir noch. So, du gehst da rein. Dann baut ihr auch mal Sonnenstein ab. Ich hoffe, das wird was, wie ich das jetzt vorhabe. Ich hoffe es wirklich sehr. Nahrung ist auf Null, okay. Da müssen wir gucken, was wir jetzt nächstes machen. Gucken mal, dass wir versuchen, mal Stein abzubauen. Nee. So ein Stein. Okay. Ja, warum Stein? Dass ich die Gebäude upgraden kann. Zumindest die Jägerhütte und den Bauernhof erstmal. Weil sonst krepieren mir hier die Bauern weg und das ist auch scheiße. Da muss ja auch nicht sein. Da sagen wir, es ist halt einfach blöd. Es ist nicht gut für uns. Ja, minus 10 ist gar nicht mal so schlecht. So, wie viel brauchen die denn? Die brauchen 20. Die Jagdhütte braucht auch 20, okay. Na, so, so. Ich muss gucken, dass ich ein bisschen mehr baue. Oder zumindest kaufe vielleicht. Kaufen wäre gar nicht mal so schlecht. Das könnte ich jetzt holen, aber das bringt mir nichts. Das könnte ich... Daran habe ich gar nicht dran gedacht. Ich kann ja auch die Fischerhütten bauen. Die ganze Zeit war immer so die Position, dass ich keine Fischerhütten bauen konnte. Daran habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich kann auch schon mal einer darunter gehen. Baut das keiner? Ach doch, da geht einer hin, okay. Oh, die Zufriedenheit ist auch wieder im Keller. Dann machen wir das so, dann schicken wir einen in eine Taverne rein, dass die Zufriedenheit wieder hochgeht. Doch wieder zwei Bogenschützen. So, jetzt dürfte die aber nicht mehr runtergehen. Ja, ob die es noch schaffen? Ja, wird knapp. Ja, die haben es noch geschafft. Okay. Das ist gut. Ja, so ist gut. Schießt! Nein, auf den Oger, auf den Oger. Der Oger ist wichtig. Nein, 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 bleibt auf Position, bleibt auf Position. Ihr greift den an und ihr greift den an. So, und jetzt könnt ihr alle möglichen Leute angreifen, die dort sind. Oh oh. Da sind so viele Leute, verdammt. Nein! Nein! Der muss noch drauf gehen. Oh, schön. Jetzt ist der unbemannt. Es dauert zwar ewig, dass der jetzt abgeschossen wird.
Aber wir haben diesen Tag auch noch überleben können. Aber ich brauche gleich eine Kirche. Ich platziere hier hin. Oh, ich kann es leider nicht vorspulen. Aber das erste, was gebaut wird, ist echt eine Kirche. Gut, okay. Alltagsgebäude, Kirche. Stein, ich brauche Stein. Stein, Kirche. Okay, ganz schnell. So. Wow. Okay, konnten wir den Tag auch irgendwie überstehen. Der nächste wird bestimmt jetzt heftig. Weil weiter bin ich auch persönlich nicht gekommen. Von dort. Okay. Und da. Direkt zwei Punkte. Aber ich muss einmal kurz pausieren. Bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Tut mir leid für die kurze Unterbrechung, aber es war ein wichtiger Anruf. Oh, wir müssen... Ich musste jetzt irgendwas kaufen, weil sonst hätten sie aufgehört, Holz abzuarbeiten. Und das ist nicht gut. Wir wollen aber die Kirche und Häuser. Nahrung auch. Und alles ist wichtig. So. Jetzt müssen wir, die ganzen Leute müssen wieder kommen. Ist einfach so. Sonst überstehen wir den Tag nicht. Zum Glück geht das echt zügig. So, da kann noch einer hin wegen Nahrung. Ah, dass ich keinen Spawnpunkt auswählen kann. Nee. Ja, ist halt so. Vielleicht baue ich auch noch welche, aber ich brauche noch eine Taverne. Sollen sie sich doch besaufen bis zum geht nicht mehr. Aber besser die besaufen sich, als dass sie zugrunde gehen. Und das Weitere ist nicht so schön. Gebaut. So, da ist die zweite Taverne. Okay, die Happiness ist hoch, aber ich habe jetzt... Ich kann gar keine mehr holen. Da, Haus hin. Ihr geht dahin. So, ihr geht auch dahin. Du wirst geupgradet. Das heißt, da kann dann noch einer rein. So, noch einer, der beten kann. Dann kommt hier am besten noch ein Haus hin. Je mehr Leute wiederkommen, desto besser. Ich habe keinen Stein, ich habe nicht genug Stein. Ich glaube, als nächstes werde ich aus Stein ab. So, bevor hier alle pausieren und nichts tun.
Ach ja, ihr guten Priester. Ihr tut euer Bestes, ich weiß. Ich bin ein schrecklicher Herrscher. Ja, ich brauche Nahrung. Das bringt sonst nichts. So, ihr habt nichts zu tun, dann brauche ich euch erstmal nicht als Priester. Als was kann ich euch denn gebrauchen? Als, ja. Wisst ihr, was ich mache? Naja, Baumeister brauche ich erstmal nicht. Ich brauche hier einen Markt hin. Dann geht die Zufriedenheit auch nochmal ein bisschen höher. Bogenschützen kann ich noch gebrauchen. Wobei, ich sollte eigentlich auch mal überlegen, Kasernen zu errichten. Dahin. Ja, man kann auch sehen, dass das Spiel noch in Early Access ist, wenn man schon hier sieht, ja, keine Ahnung, was das für ein Produkt ist. Bevor ich gar nichts mache, brauche ich lieber Bogenschützen. Hier kann noch ein Schwertkämpfer hin. Am besten zwei. Und dann auch dahin. Aber das wird, glaube ich, nicht mal. Ja, das schaffen sie nicht mehr. Die Bogenschützen, ja. Schießt! Es sind so viele! Los, Leute! Die dürfen nicht zu nahe kommen! Jetzt ihr, los! Macht sie nieder! Hui! Okay, Runde 3 überstanden. Das ist schon mal gut. Aber ich mache hier eine kleine Pause und würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin sage ich jetzt erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge.